Fußball-Kroatia. Prognose für den Spieltag am 4.-6.12.2009. Autor D. Seltsamkenzi. Endresultat Endstand Kroatia 1. HNL Endresultat Endstand. Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar: erstens die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches. Zweitens die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches. Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match. Beim Tippen oder Wetten müssen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung. Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Belupo 2:1 und für Kakovec 1:0, so gilt das immer aus Sicht des Teams. Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, Belupo gegen Kakovec, wäre zu tippen, Belupo mit Tipp 2:1 und 0:1. Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Kakovec gegen Belupo lauten, dann müsste der Tipp für Kakovec lauten, 1:0 oder 1:2. Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team. Belupo 3:1 oder Tipp 1. Kakovec 0:2 oder Tipp 2. Dinamo Zagreb 2:1 oder Tipp 1. Karlovac 1:1 oder Tipp 0. Lokomotivo 2:1 oder Tipp 1. Osijek 3:1 oder Tipp 1. Pula 0:1 oder Tipp 2. Rijeka 1:2 oder Tipp 2. Sesvete 1:3 oder Tipp 2. Šibenik 1:1 oder Tipp 0. Split 2:1 oder Tipp 1. Varaždin 1:1 oder Tipp 0. Vinkovci 0:0 oder Tipp 0. Zadar 0:0 oder Tipp 0. Zagreb NK 0:0 oder Tipp 0. Zaprešić 0:0 oder Tipp 0. Als letzter Spieltag wurde bei diesen Endresultat-Endstand-Prognosen berücksichtigt der 28.11.09. Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat-Endstand zuletzt am 28.11.09 gespielt haben. Belupo 3:3. Kakovec 0:2. Dinamo Zagreb 0:0. Karlovac 2:0. Lokomotivo 3:0. Osijek 0:1. Pula 0:0. Rijeka 0:3. Sesvete 0:2. Šibenik 2:0. Split 1:0. Varaždin 2:1. Vinkovci 0:0. Zadar 0:0. Zagreb NK 0:0. Zaprešić 0:0. Halbzeit-Halbzeitstand Kroatia 1. HNL Halbzeit-Halbzeitstand. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team, Halbzeit-Halbzeitstand. Belupo 3:1 oder Tipp 1. Kakovec 0:2 oder Tipp 2. Dinamo Zagreb 2:0 oder Tipp 1. Karlovac 0:1 oder Tipp 2. Lokomotivo 1:1 oder Tipp 0. Osijek 3:1 oder Tipp 1. Pula 0:1 oder Tipp 2. Rijeka 1:2 oder Tipp 2. Sesvete 1:3 oder Tipp 2. Šibenik 1:1 oder Tipp 0. Split 1:0 oder Tipp 1. Varaždin 1:1 oder Tipp 0. Vinkovci 0:0 oder Tipp 0. Zadar 0:0 oder Tipp 0. Zagreb NK 0:0 oder Tipp 0. Zaprešić 0:0 oder Tipp 0. Als letzter Spieltag wurde bei diesen Halbzeit-Halbzeitstand-Prognosen berücksichtigt der 28.11.09. Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Halbzeit-Halbzeitstand zuletzt am 28.11.09 gespielt haben. Belupo 2:0. Kakovec 0:1.
Dinamo Zagreb 0:0. Karlovac 1:0. Lokomotivo 1:0. Osijek 0:0. Pula 0:0. Rijeka 0:1. Sesvete 0:1. Šibenik 1:0. Split 0:0. Varaždin 1:1. Vinkovci 0:0. Zadar 0:0. Zagreb NK 0:0. Zaprešić 0:0.